Somit wieder hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Forza Horizon 3. Und wir haben ein neues, wunderschönes Auto hier in Surfers Paradise uns geholt. Nachdem wir Stufe 2 geworden sind, haben wir uns gedacht, ja, wir beschenken uns mal selber mit diesem wunderschönen Klang. Dazu brauche ich, glaube ich, nichts sagen. Das ist wirklich dezenter Klangporno. Und da vorne die KI hat irgendwie keinen Bock zu leben. Deswegen, wir gehen aber nochmal rein bei Surfers Paradise, weil ich nochmal ein bisschen was am Wagen machen möchte. Felgen, Fahrwerk, ja, das muss man ein bisschen machen, damit der Wagen noch ein bisschen geiler liegt. Er sieht ja nicht schlecht aus, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und ich wollte gerne den Black Series Flügel draufballern, weil der hat für mich nicht den geilen Flügel drauf, muss ich sagen. So, wir haben bei dem kein Breitbau-Bodykit, hätte mich aber auch arg verwundert. Wir gehen aber trotzdem mal in Karosserieteile, weil hier dürften wir nämlich ein paar Teile haben. Nämlich haben wir nämlich die anderen Black Series Teile, die wir natürlich mal wunderschön dranballern, weil ich die nämlich sehr, sehr geil finde. Die GT-Optik muss für mich einfach sein. So, und dann schauen wir mal, dass wir schöne Felgen uns natürlich hier für den Kollegen holen. Wir gucken mal schön durch, was da so draufpacken könnte. Es werden sicher wieder ADV1, weil die einfach mega geil sind, aussehen. Muss man einfach mal ganz liebevoll sagen. 1552 werden auch nicht schlecht, aber es passt nicht auf einen Mercedes. Wir gucken nochmal kurz die ADV1 oder Rotiform-Felgen. Wir könnten nochmal Rotiform jetzt benutzen. Die alten Felgen aus den alten Forza-Teilen möchte ich gerade ungern nutzen, weil es gibt einfach viel zu viele geile neue Felgen. Das ist das Problem. Es gibt zu viele geile neue Felgen, die diesen Autos hier super stehen würden. Oh. Ja, die würden dem gut stehen. Das sind schon mal solche, die wir, denke ich mal, uns vermerken könnten. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die Bombe. Ich finde die geil, die packe ich drauf. Obwohl, wir gucken mal ganz kurz nochmal Rotiform durch. Wir gucken mal ganz kurz nochmal in Rotiform rein. Vielleicht sind da auch welche. Das Menü ruckelt so leicht ein bisschen. Okay, hallo, nicht eskalieren, danke. Okay, hier sind keine bei. Wir gucken mal ganz kurz nochmal hier. Vielleicht ist da noch was bei, wo ich sage, oh, ja, das könnte ich mir vorstellen. Das wäre so eine Sache. Hm, ja, vielleicht. Ne, wir nehmen die eine hier schon. Die packen wir aber noch ein bisschen größer. Da packen wir nämlich dann wunderschöne 20er drauf, aber was können. Vorne und hinten natürlich, versteht sich. Und ich glaube, wir packen auch die Rennreifen drauf, alleine für die Beschriftung, weil das sieht nämlich geiler aus, wenn wir hier Rennbeschriftung dran haben. Die haben wir komischerweise nicht. Ach, das haben nur wirklich nur die Kids. Okay, schade. Das hätte ich gern gehabt, muss ich sagen. Dann backen wir aber auf jeden Fall Bremsen und Federn rein. Einfach aus den Gründen, es hilft immer. So, Alter, das ist schon brutal tief. Gefällt mir gut. Ich weiß gar nicht, ob wir mehr Leistung reinballern wollen. Ich weiß gar nicht, ob wir mehr Leistung reinballern. Können wir den Motorbau machen? Wir gucken mal kurz. Motorwechsel. Hier kümmern wir uns um die schweren Sachen. Yo. Motorentausch und yo. Und so. 6,5 Liter V12, 5 Liter, nein, wir bleiben schön bei dem V8 Geböller. Wir können natürlich auch auf Allrad bauen und wir können natürlich Twin-Turbo-Setup fahren. Haben wir überhaupt, haben wir serienmäßig Turbo? Ne, Kompressor aufgeladen ist er serienmäßig, oder hat er gar keine Aufladung? Wenn du am Motor rumdoktern willst, bist du hier goldrichtig. Danke dir, Warren. Ne, hat er gar keine Aufladung. Ja, komm, dann ballern wir dem mal eigentlich, weil er V8 hat, ballern wir ihm Kompressor drauf. Allein weil er einen V8 hat, gehört das für mich einfach dazu, muss drauf. Und ich glaube, wir machen wir Rennreifen drauf. Das macht schon krass was aus. Ne? Wir machen mal Straßenreifen drauf. Das reicht für den Kollegen auch. Da sollten wir schon gut vorankommen. So, das kaufen wir mal. Wunderhübsch, dann ist der Wagen schon mal ein bisschen flotter und sieht noch ein bisschen geil aus. Wir gehen dann jetzt auch nochmal ins Setup rein. Weil ein bisschen tiefer muss er noch. Ne? Da muss man noch ein bisschen was machen. Der Kollege liegt noch nicht, auf jeden Fall nicht tief genug. Ups, ich mal ganz kurz hier mal mein Aufnahmeprogramm in den Vordergrund holen, damit ich weiß, wie lange ich aufnehme. So, das sieht jetzt sexy. Die Felgen stehen dem gut. Federn. So, runter die Kiste. Bam. Bam, 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 bam. Und leichten Sturz können wir auch noch fahren. Ein bisschen mehr hier, so. Machen wir mal 2 vorne und 1,8 hinten. Machen wir mal so. So. Ja, bitte übernehmen. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Lackierung. Gucken wir mal, ob wir da vielleicht was machen. Und lackieren. Wir haben ja eigentlich, habe ich ja schon diesen Grau ausgewählt. Geil finde, aber die Felgen könnten wir vielleicht noch umfärben. Bitte mal den Zoom raus. Ich sehe sonst nichts. Den irgendwie so eine Spezialfarbe geben. Also Chrom wäre auch eine Idee. Chrom könnten wir die auch machen. Oder gebürstet Aluminium. Oh. Oder poliert. Ne, wir machen hier mal Stahl-Halbglänzen. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Das nehmen wir mal bitte bei dem Speichern. Was ich hier schon sehe, der hätte auch schon wieder Spurplatten vertragen können. Das finde ich schade, dass man die Spur nicht einstellen kann. Also Spurbreite. Weil bei den Breitbau-Bodykits wird das automatisch angepasst. Ich würde das gerne bei den Autos, wo ich kein White-Bodykit dranpacken kann, auch gerne machen. Dass ich da einfach, wie gesagt, natürlich schön die Felgen anpassen kann. Also in die Spurbreite, weil die passt nicht so ganz. Die passt nicht ganz.
der Klang, ne? Und die Optik, also die Felgen stehen eben geil. Der Klang ist wirklich krank pervers. So, wir haben auch neue Veranstaltungen freigeschaltet, die wir jetzt fahren können, die wir bekommen haben. Und eine, die ich mir, wo ich gedacht habe, da müssen wir unbedingt hin. Wir waren ja schon mal beim West Point Tower, ne? Und wir haben dann PR-Stunt. Und der kann nur ein Sprung sein. Also es kann eigentlich nur ein Sprung sein, den wir da fahren können. Und den will ich unbedingt mitnehmen. Deswegen ballern wir dabei jetzt mal gleich mal hoch. Und wir haben Fähigkeitenpunkte. Habe ich denn irgendwie eine Verwendung dafür? Ich guck mal schnell. Überholmanöver brauchen wir zwei. Hier brauchen wir auch zwei. Windschatten könnten wir machen. Oder könnten uns hier einfach ein bisschen mehr Boost holen. Na komm, nehmen wir mal 15.000 XP einfach mit. Kaching! So, mal ein bisschen was mitgenommen. Und wir dürften damit einen Levelaufstieg haben, ne? Ja, haben wir. Sehr gut. Drehen wir mal kurz. Da wäre der Monster Energy Trophy Truck drin. Der wäre natürlich sexy. Aber den kriegen wir natürlich wieder mal nicht. Wir kriegen 30.000 Credits. Okay, nehmen wir auch gerne hin. Wir haben gut Geld ausgegeben für den Mercedes. Okay, die haben hier noch so leicht Problemchen, würde ich mal behaupten. So ein paar Probleme. Ja, ist kein Ding. Machen wir kurz Radio aus. Gibt Gründe. 400 Metern rechts abbiegen. Alter. Fährt die Straßenbahn? Die Straßenbahn fährt er sogar. Haben wir letzte Folge haben wir uns gedacht, oh, fährt denn hier eine Straßenbahn rum? Ja, es fährt eine Straßenbahn. Nicht nur ein Zug fährt, sondern auch Straßenbahn. Und da oben haben wir sogar eine Schwebebahn. Geil. Also eine Hochbahn oder wie auch immer das Ding heißt. Alter, der Klang, meine Fresse. Links halten. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 100 Metern. Böm, 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 wie er rausböllert, ist halt so übel. Ich lasse dich gerade mal ein bisschen mit dem Klang allein, ne? Ist der Klang brutal, ey. Im Kreisverkehr die vierte Ausfahrt nehmen. Ihr wisst schon, dass wir den Kreisverkehr jetzt einfach quer fahren werden. Bei nächster Gelegenheit wenden. Gib ihm! Alter, ist der geil zu driften. Guck mal an hier! Hui! Ich hör nicht mehr auf, ich hör nicht mehr auf, ich hör nicht mehr auf. Ich mach das jetzt die ganze restliche Folge. Müsste ja leider mit leben, aber ich denke mal, damit kann man umgehen, oder? Guckt euch den Scheiß mal an! Komm, eine Runde machen wir noch, eine noch. Eine Runde geht noch. Na komm, rum. Das ist der mega geile Kreisverkehr. Das hat mir bei Forza Horizon 2 gefehlt. Richtig schön großer Kreisverkehr. Der ist ja wirklich optimal. So, Anna, jetzt höre ich dir auch zu. Upsala, und grab. Sieht mit dem schwarzen Lack halt gerade so brutal geil aus, ne? Mit dem Regentropfen drauf, wenn er querfährt und alles. Das wirkt schon echt brutal geil. Da brauche ich jetzt, sorry, da muss ich jetzt mal den Fotomodus wieder rausholen, weil das ist schon ein bisschen Porno. Alter. Das ist schon ein bisschen V8 Brutalität at its best. Das ist schon echt eine krank geile Karre. Na, ah, wie mache ich denn ein schönes Foto? Warum mache ich aus welcher Perspektive fotografiere ich den Booty denn? Warum ruhig mal hier? Das gefällt mir gar nicht mal. Gefällt mir von der Perspektive gar nicht mal so schlecht. Das Ding klingt halt einfach echt ziemlich krank, würde ich mal liebevoll bezeichnen. Mal gucken, wo packe ich denn das scheiß Wassermarke hin? Na, packen wir so oben rechts hin. Da findet sie noch irgendwie Platz. So, wir speichern das Ganze. Ja, immer mal hier so schöne kleine Fotos machen. Da
Das Ding ist halt, Alter, der Klang, ey, meine Fresse, und geil, driften lässt er sich auch noch. Der Klang ja bei Forza Horizon 2 schon nicht schlecht, ne? Ist ja ein geiler Motor drin, ne? Muss man Mercedes ja auch mal Hut ziehen. Geiles Teil. Aber was, boah, scheiße, noch eins. Ja, können wir nochmal reinhören. Warte, wir hören mal nochmal ein bisschen Musik. Ich habe einen Fähigkeitenpunkt nur mit rumstehen bekommen. Meine Fresse, ich bin echt ein Talent. Komm, verteilen wir den auch nochmal. Vielleicht kriege ich da... Wo hatte ich gerade überhaupt was, wo ich den hinpacken wollte? Hupenpaket brauche ich jetzt nicht. Ich will ja eh alles am Ende haben. Komm, für Windschatten nehmen wir nochmal mit. So, was haben wir damit jetzt frei? Ihr Geisterstand dauert 2 Sekunden länger an, wenn sie König sind, also Multiplayer-Sache. Und Driver-Tar in ihrer Kolonne suchen nach Geheimnissen und sammeln... Das ist natürlich geil. Wenn wir in der Kolonne fahren, dass wir mit Driver-Tare, die Driver-Tare uns suchen. Das ist natürlich sexy. Das können wir auch mal wieder Radio anmachen. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Hey Horizon, wie geht's euch? Ihr hört aus mit Amy Simpson und aus Surfers Paradise erreicht uns gute Neuigkeiten für alle. Kollege, muck nicht auf hier. Du legst dich mit dem Falschen an. Das hat gerade eine Festival-Erweiterung bewilligt. Das bedeutet noch mehr Musik, noch mehr Autorennen, noch mehr Partys und vor allem viel mehr Platz für jeden. Also streckt euch, reckt euch, ihr habt's euch verdient. Genießt euren neuen Freiraum mit Platz. Sorry, ich bin gerade mal kurz am Eskalieren. Ich denke mal, ihr wisst warum, ne? Boah, klingt das hier drin geil. Sexy, so. 100 Metern scharf rechts abbiegen. Kannst ja richtig schön Gymkhana fahren, was ja auch bestätigt worden ist. Der Rallycross Focus von Camp Rock wird auch im Spiel drin sein. Ich weiß gar nicht, ob der aktuell schon drin ist. Könnte man hier einfach mal schauen, theoretisch. Wir fahren mal hier hin. Dann können wir mal in einer nächsten Folge mal gucken, ob der schon drin ist. Aber ich denke mal, der wird als DLC noch nachträglich kommen. Ach, die Bahnsteigung ist oben. Aber es sind der Sprung ist oben. Okay. Wollen wir mal kurz hoch. Kurz die Paletten da weg. Komm, weg hier. Ja, Fit Grip. Komm. Ah, nee. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ach, das ist eine Löffelliste. Guck mal an. Löffelliste Nummer 27. Irgendwie habe ich so 26 Stück übersehen. Wo sind die alle hin? Ja, geil. Nehmen wir Löffelliste Nummer 27 hin. Ah, Nummer 2. Geil. Zerlegen Sie im Ford RS100 die Baustelle. Okay, das ist jetzt schon mal echt bei Schandtaten. Mit dem RS100 würdest du das erstmal nicht tun. Alter, der arme Wagen. Aber zerlegen wir die Baustelle. Ich find's echt geil, wie wir einen Fick hier auf die Einwohnerschaft geben. Meine Fresse, sind wir Arschgeigen. Oh, gut. Das fängt schon mal gut an. Sachen gefunden, die man nicht zerstören kann. Okay, das starten wir mal kurz neu. Das ist jetzt schon mal... Das lief jetzt... Naja, ich drück's mal aus, verbesserungswürdig würde ich es bezeichnen. Das lief jetzt nicht so optimal. Come on, zerlegen Sie mir eine Fortwährung 200 Baustelle. Schönes bleibt zerlegt, wenn er einmal durchgefahren ist. Das ist natürlich super. Oh, der macht hier Spaß. Da ist die perfekte Karre hierfür. Da kannst du hier richtig viel Scheiße bauen. Hopsa. Dem kannst du richtig viel Spaß haben, ey. Das heißt, eine schöne Rallye-Car und dann hast du einen richtig schönen Schotterplatz, mit dem du einfach mal das Ding rüberböllern kannst. Und Handbremse und rum. Boah, wie geil er sich hier fahren lässt. Der macht richtig Bock. Wuhi! Nein! Und es sind alle Punkte weg. Scheiße!
Das war nicht gut. Wir haben nur noch eine Minute Zeit und ich hätte gerade die Punkte so gut wie gehabt. Verdammt! Ich hab's gerade alle weggeworfen. Okay, jetzt kriegen wir nochmal hin. Upsa! Habe ich natürlich viele Punkte jetzt weggeworfen, muss man mal liebevoll ausdrücken. Gucken, ob wir da noch was rauskriegen. Schön springen, alle möglichen Scheiß machen. Das kam mit dem ersten Monat nämlich echt gut. Legen Sie die Baustelle, seien Sie das größte asoziale Arschloch, das man hier im Horizon finden könnte. Ja, die bauen hier irgendwas auf, alle anderen machen mal den Garten kaputt, hier wird irgendwas Tolles hier gebaut, irgendwie hier ein Kinderheim oder so und wir machen einfach die Baustelle Schrott. Mein Gott, wir haben auch kein Mitgefühl mit irgendwas. Richtig asoziale Penner sind wir. Ja, wird nicht reichen im ersten Anlauf. Es hätte gereicht, aber leider habe ich es ja verkackt. Schade, okay, probieren wir nochmal. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Da habe ich es leider im ersten Anlauf, in diesem Anlauf habe ich es halt verkackt, als ich einmal gegen diese scheiß Betonröhren geböllert bin. Das sollte ich vielleicht lassen. Dann ist die Möglichkeit, dass wir das geschaffen, schon viel, viel höher. Dann ist eigentlich auch fast gar kein Problem mehr. So, come on. Und wir haben einen neuen Fähigkeitenpunkt. Das hat sich auch schon mal gelohnt. Okay, das war jetzt schon mal dämlich. Landschaftsbau. Ja, so nenne ich das auch immer, wenn ich die ganze Landschaft zerlege. Ich bin Landschaftsbauer. Bitte lassen Sie mich wieder in Ruhe bei meiner Arbeit. Die kann man super geil im Drift kontrollieren. Ich merke echt, dass das Ding Relika ist. Es fühlt sich hier so gut an. Nein, warum hat... Er hat mir die Punkte weggekillt. Hä? Warum bremsen die Paletten denn so krass aus? Was ist das denn? Das ist doch scheiße. Ich bin plötzlich stecken geblieben, regelrecht. Dann hat er mir die Punkte wirklich gekillt. Was soll der Mist denn? Das ist doch asozial, das macht man nicht. Oh, okay. Da starten wir nochmal neu. Ey, ich bin gerade... Das läuft nicht so gut, würde ich mal behaupten. Also, wir hatten schon mal einen besseren Start. Also jetzt hat er mir gerade echt asozial die Punkte weggezogen, weil das gab gar keinen Grund dafür. Also war alles, wo ich gegengefahren bin, ist zerlegbar gewesen an der Stelle. Und kurzum, wenn du Sachen zerlegen kannst, ziehen die dir auch keine Punkte ab. Weil es ja keine richtige Kollision offiziell dann ist. Na gut. Legen wir mal neu los. Komm, das kriegen wir jetzt aber hin. Das kann nicht so schwer sein. Das ist ja nur eine mittlere Herausforderung. Wir driften einfach mal ein bisschen, damit wir den Score wenigstens hochhalten. J-Train gibt's auch Punkte, das ist natürlich sexy. So, schön alles zerlegen. Ja, das sieht doch schon gar nicht mehr so schlecht aus von den Punkten her. Boah, das war knapp. Boah. Er hat's Gott sei Dank als Walltap, also Driftführung gezählt. Und die ganze Unfall, das ist aber ein Unfall. Oh Mann, nee! Ich bin so dämlich! Warum bin ich immer in diese scheiß Betonklötze rein? Aber jetzt hat Driftberührung gezählt. Das war super geil vom Score, ey. Wir hätten schon locker in der Tasche gehabt. Sonst gehen wir nochmal hin. Das ist das Geile am Forza. Forza kennt Walltaps. Das kennt das Spiel zum Beispiel nicht. Die Wandberührung, dass du dafür extra Punkte gibst, wenn du nur leicht die Wand touchiert hast beim Drift. Das ist ja eigentlich relativ cool. Und das Spiel wirst du dafür bestraft. Noch sind wir relativ gut unterwegs. Müssen wir zerstören hier. Rum. Schön driften die Kiste. Rum. Ja, 32.000 Punkte haben wir schon. Ja, da haben wir es voll. Komm, ja, dann lassen wir es jetzt ablaufen, weil sonst ziehen wir das so unnötig in die Länge weiterhin. Gib mir die Punkte, Bitches. Bam. So, geht doch. War eigentlich auch gar nicht schwer, ich habe mich halt nur dumm angestellt an manchen Stellen. Es war halt unnötig, haben wir es ein bisschen länger gezogen, aber wir haben es trotzdem hinbekommen.
und kommen dem Schaurennziel näher. Ja, sehr gut. Ich freue mich auf Schaurennen. Ich bin sehr gespannt, was wir da hinbekommen. Das einzige Schaurennen, wie gesagt, war natürlich das am Anfang mit dem Buggy, was wir bisher gefahren sind. Deswegen bin ich sehr gespannt, was als nächstes da kommt. Schaurennen waren mit immer die Highlights vom Forza Horizon. Deswegen, da freue ich mich mega, mega, mega drauf. Das spielt richtig gut. So. Wir haben hier nebenbei auch zwei Schilder rumliegen, die ich mir eigentlich einsammeln möchte. Aber wir fahren jetzt erstmal noch zum Abschluss, beziehungsweise diese Rennen. Wir haben noch einen PR-Stand hier unten, den können wir auch fahren. Hier haben wir auch noch ein Rennen. Hier ist ein PR-Stand. Ach, und hier haben wir einen Driver-Tar, den wir einsammeln könnten. Wir haben ja bisher nur drei, ne? Ein vierter wäre ja gar nicht mal so schlecht. Wisst ihr was? Wir ballern da mal runter. Da unten ist ein Driver-Tar. Ja. Hallo, sie wollte es gerade erwähnen. Von diesem Fahrer habe ich schon viel Gutes gehört. Wir sollten versuchen, ihn für unsere Aufstellung zu verpflichten. Der Kandidat ist auf Tour. Ich habe also keine genaue Position. Irgendwo in diesem Bereich. Das ist natürlich schön, ne? Ich hab das auf der Map gesehen und sie wollte das gerade erwähnen. Da habe ich sie schön vorher unterbrochen. Aber da fahren wir mal hin. Neuen Kandidaten nehmen wir natürlich gerne. Laloy, sagt mir gar nichts. Oh, hoppa. Aber C63, ich weiß. Aber ist für den guten Swag. Route wird neu berechnet. Hey, ja, ich bin doch schon auf der Strecke. In 200 Metern links abbiegen. So, ballern wir mal rüber in die Felder. Vielleicht wird das Wetter ja auch währenddessen noch mal ein bisschen besser. Wäre wünschenswert. Ich würde C63 auch gerne mal bei gutem Wetter noch fahren. Schön ist, ich kann ihn jetzt schön quer fahren, ohne große Anstrengung. So, ballern wir mal rüber. An den Feldern waren wir nämlich noch gar nicht. Das ist ein neuer Abschnitt. Da haben wir uns noch gar nicht aufgehalten. Deswegen bin ich mal gespannt, wie da so die Gegend aussieht. Ein bisschen Sightseeing. Hier haben wir auch wieder einen Bahnübergang. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann mal von einem Zug erfasst werden. Nicht so wie ich mich kenne, ja. Wow, das war knapp. Wow. Moin. Wir müssen auch noch zwei herausfordern, um Straßenrennen freizuschalten. Oder Straßenrennen irgendwas hinzubekommen. Haben wir letztes Mal irgendwie bekommen. Ich habe es selbst nicht so ganz nachvollziehen können. Ich auch nochmal machen. Wir fordern jetzt aber erstmal den einen heraus. Danach können wir ja nochmal den anderen herausfordern. Mit dem C63 traue ich mich das. Da haben wir nicht so viel Konkurrenz. Jetzt habe ich da hinten der Berg, ne? Der ist ja jetzt nicht gerade klein. Kann man da drauf? Oh, ist ein Feld hier, ne? Ist ein Felder. Boah, ist denn dieses hier Driver-Tar-Verkehr? Guck ich's mal an, Alter. Kann man auf den Berg hoch? Ja, der ist ja eigentlich schon sehr einladend. Wieder ein Bahnübergang. Boah, mit den Feldern hier sieht schon geil aus. Also ich denke mal, bei gutem Wetter noch ein bisschen besser, aber ist schon echt hübsch. Vielleicht, wenn du überlegst, wie groß die Felder so bei Forza Horizon 2 waren. Boah, sah auch schon schön aus. Aber hier ist das schon echt eine andere Dimension. Jo, wird gemacht, keine Sorge. Boah, haben wir ja einiges noch zu erkunden. Meine Fresse, hier hänge ich ja Jahrzehnte dran, bis ich hier irgendwann mal ansatzweise irgendwie alles angeschaut habe. Das wird alles ein bisschen dauern, würde ich mal behaupten. Jo, schöne Gerade, um mal richtig das Ding fliegen zu lassen. Ich sehe mich jetzt schon wieder abfliegen. Ich weiß doch, dass ich gleich abfliegen werde, so wie ich mich kenne. 400 Meter links abbiegen. Ja, wir müssen natürlich reinbremsen, damit wir die Kurve kommen. Wir müssen die ganzen Aussichtspunkte, die wir entdeckt haben, auch mal abfahren, damit wir die natürlich auch mal einsammeln. Boah, das war jetzt also jetzt mal kein Scheiß, das war der schönste Drift ever. Das war schön eingeleitet. In 400 Metern links abbiegen. Und hier in dem Abschnitt müsste irgendwo sein. Dann schauen wir doch mal. Ich trotzdem mal links hier rein, einfach mal, um alles abgefahren zu haben. Wir wollen ja eh alle Straßen entdeckt haben. Was aber eine große. Alter, ist das eine Plantage? Guck dir den Scheiß mal an, wie riesig das ist. Ich fahre immer noch an der Plantage vorbei. Ist das krass. Sie haben ihr Ziel erreicht. Das ist schön. Ist das hier riesig? Meine Fresse. Ist das groß? Hab what she said. Hör ich auf das. So, jetzt müssen wir nur noch den Kollegen auftreiben. Wo bist du? Oder bist du gerade beim Bananenpflücken? Das ist für mich ist eine Bananenplantage. Bauen die in Australien Bananen an? Ich habe keine Ahnung. Sieht auch für mich wie Bananenplantage. Okay, da rechts ist er. Komm her, Kollege. Wir haben da eine Diskussion zu führen. Moin. Scheiße. Warte bitte, ich habe mich gerade stilvoll gedreht. Was für gutes Wetter. Nur die Karre wird jetzt dreckig. Mattschwarzer Lack ist für sowas nicht empfehlenswert. Wenn ihr nicht auf Putzen steht, ist matt-schwarze ganz dumme Farbe für sowas. Na, Leute, warte. Darf ich die Herausforderung jetzt? Ja, jetzt. Dankeschön.
So, wo fahren wir denn bitte lang? Wir sind ja mitten irgendwo sonst wo, okay. Das ist das Ziel. Okay, tschüss. Ab geht's durch die Plantage, gib ihm! Hilfe! Route wird neu berechnet. Scheiß drauf, auf Route wird neu berechnet. 260 ist das optimale Offroad-Fahrzeug. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das geht schief, ja. Das war so abzusehen, dass ich irgendeinen Baum gleich mitnehmen muss. Gewonnen. Das war jetzt ein bisschen sehr einfach, weil die KI halt die Route fährt. Und ich irgendeinem Bauer gerade die ganze Ernte kaputt gemacht habe. Aber damit kann ich leben. Damit kann ich auf jeden Fall umgehen. Das war auch ein sehr sauberes Rennen. Boah, die NSX will ich haben, weil die kann man auf Vorkampagne umbauen. Das ist genau die, die ich meinte. Die brauche ich. Okay, 100.000 Credits nehme ich auch. Da kann ich mir den Wagen theoretisch auch verkaufen. Ah ne, da kriege ich keinen Bonus. Bei 50.000 kriege ich keinen Bonus. Okay, dann nur 50.000. Schade. Lalo, Alter, bringt der mehr Gesamtertrag viel. Alter! Die Aufstellung ist jetzt komplett, Boss. Wenn du das nächste Mal jemanden einstellen möchtest, wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Okay, Gesamtertrag. 4,2 Millionen Credits, 1,6 Millionen EP, 14,4 Millionen... Alter, ja gut, ist auch Level 83 der Kollege, ne? Da bin ich, sind die anderen mit Level 1 halt schon ein bisschen schlecht. Gewinnen Sie ein weiteres Kopf-an-Kopf-Rennen, um neue Straßenrennen freizuschalten. Ich würde mal sagen, wir suchen uns einen Gegner, ne? Wir sind wieder mitten im Regenwald gelandet. Nur weil ich da einmal quer über eine Plantage gejagt bin. Mann, wir suchen uns jetzt mal einen Gegner, aber ich will mal gucken, wie viele Straßenrennen freischalten. Ein Gegner zoomen und noch. Mal als Abschluss der Folge. Ich bin kurz über den Fluss drüber gesprungen, weil warum auch durchfahren? Total das gute Terrain für diesen Wagen. Alter, ich hab hier gar keinen Grip, Mann. So, gucken wir mal, ob wir irgendeinen Driver da finden. Stufenaufstieg, yay, schon wieder. Das ging jetzt ziemlich flott. Ching, 60.000 Credits. Und bei den neuen Fähigkeitenpunkt auch. Da vorne ist ein Driver, sehr gut. So, Kollege, ich würde gerne mal Rennen gegen dich fahren. Oh, ein RS4, ja gut, das wird lustig. Ach, ist leicht, Quatsch. Wird lustig, ja, gar keine Chance. So, dann müssen wir mal fliegen. Falls auch mit. Ach, scheiße, wir fahren gut, den Scheiß machen wir. Hoppa! Ach du Kacke! Flussbett! Boah! Ja, das war Absicht. Ich wusste, dass wir da landen. Das ist jetzt nicht so gut. Komm, mach die Karre an! Fahr! Okay, das müssen wir zurückspulen. Da ist er nämlich schon. Ja, aber ja, rechnen wir denn damit auch, dass da eine Leitplanke ist? Ist das Schwachsinn? Nochmal zurückspulen. Nochmal. Ich wollte ja den Stein nehmen als Sprungschanze. Das hat nicht funktioniert, falls ihr fragt. Kann ich aus erster Quelle berichten. Ich muss irgendwie wieder hinter diesen... Da, da komm ich wieder zurück. Ach komm, lass ihn jetzt. Hinten kommt er nämlich. In 400 Metern rechts abbiegen. Hallöchen, Abkürzung, moinsen. Jo, da haben sich gerade zwei überschlagen. Warum auch nicht? Man kann sich auch mal einfach mal die Karre kaputt fahren. Ist manchmal der Moment einfach dafür. Ja, gibt mir Momente, da denkt man sich so, jetzt ist der Zeitpunkt dafür. Boss, eine Sache solltest du noch erfahren. Es gibt offenbar eine Fahrervereinigung, die sich in gefährlichen, illegalen Hochgeschwindigkeitsstraßenrennen übt. Und einer von denen hat dich herausgefordert. Ich wollte an dieser Stelle nur offiziell ausdrücken, dass Horizon-Mitarbeiter an so einer Veranstaltung nicht teilnehmen sollten. Was? Illegale Straßenrennen? Wer macht denn sowas? Also da würde ich doch niemals teilnehmen. Also nein, also das werden wir in der nächsten Folge auf gar keinen Fall machen bei diesen Beschleunigungsrennen. Nein. Fährt nächstes Mal nochmal hier hinfahren und dann werden wir vielleicht nochmal ein Auto tunen und dann... Nee. Aber es gibt Straßenrennen wieder, also... Ja, aber das ist schon gefährlich, ne? Da musst du schon drauf aufpassen, das ist schon... Ja, wir fahren nächstes Mal auf jeden Fall mal hier hin, zurück, um dann eben hier, ne, und dann werden wir da nicht teilnehmen. Wir haben Fähigkeitenpunkt, haben aber, oh, wir haben zwei sogar, theoretisch. Wir haben jetzt theoretisch sogar zwei. Störungsfähigkeit ist super, das mache ich, weil ich zerstöre sowieso alles, das ist super für mich. So, und damit als nächstes hätten wir dann die Punktzahl für Drift und edre Fähigkeit. Das ist natürlich auch geil, das werden wir auch machen. Aber, ich würde sagen, wenn jetzt raus für die heutige erste Folge.
Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Nächstes Mal geht es vielleicht zu diesen komischen, illegalen Straßenrennen. Davon halte ich ja gar nichts. Aber vielleicht gucken wir da mal vorbei. Man muss ja auch mal Einhalt gebieten. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Haut rein, bis dann. Ciao.